Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin es wieder, euer Frederik vom Pariknall. Jetzt spielen wir mal nicht Armored Warfare, sondern ich zeige es euch allen, die Armored Warfare nicht kennen. Vorab sage ich, dass Armored Warfare mein Lieblingspanzer-Online-Spiel ist und deswegen kann es vorkommen, dass ich aus den Schwärmen nicht mehr rauskomme. Nun komme ich jetzt dennoch zum Thema. Wie schon gesagt, ist Armored Warfare ein Panzer-Online-Spiel. So wie World of Tanks und Warzone. Nur gibt es zu den anderen starke Unterschiede und die nehme ich mir jetzt mal für euch vor. Erstens, Armored Warfare fängt da an, wo die anderen beiden genannten Spiele aufhören, und zwar mit gepanzerten Fahrzeugen und Panzern aus der Zeit des Kalten Krieges und endet mit heutigen und sehr modernen Fahrzeugen wie den Leopard 2A6 und den M1A2 Abrams. Zweitens, in Armored Warfare gibt es keine Nationen wie in World of Tanks und War Thunder. Man kann sich die Panzer und Fahrzeuge nur bei zwei Händlern kaufen. Jeder der Händler fokussiert sich auf unterschiedliche Fahrzeuge, die Wehrpflicht zum Beispiel auf deutsche und amerikanische, doch letztlich hier und da ein sowjetisches, italienisches, britisches und französisches Gefährt erforschen. Marats Schwerpunkt liegt dagegen bei sowjetrussischen wie auch britischen Fahrzeugen. Doch auch hier zeigt sich der ein oder andere Deutsche, Amerikaner und Franzose und in Zukunft soll sogar der polnische PL-01 bei ihm erforschbar sein. Drittens, man hat hier eine Basis, die man auch erweitern kann, wenn man ausreichend Rohstoffe zur Verfügung hat. Diese kann man sich jedoch nur einmal pro Tag abholen und die beträgt sich nur auf 100 Punkte pro Tag. Dennoch bringt so eine Basis schon einige Vorteile, wie zum Beispiel weniger Reparaturkosten. Viertens, man kann sich hier aussuchen, in welchem Spielmodul man fahren möchte. Gut, bei den anderen zwei Spielen gibt es sowas auch. Nur kann man sich hier aussuchen, ob man gegen Matches-Spieler fahren möchte, hier PvP, oder ob man gegen vom Computer gesteuerte Gegner kämpfen möchte, PvE. So, ich kann jetzt leider nichts weiteres entdecken, was ich euch zeigen könnte, außer diesen orangen Balken hier oben. Er zeigt an, wie weit die Erforschung von Upgrades und weiteren Fahrzeugen ihr seid. Außerdem erforscht man am Anfang nicht nur einen Fahrzeugzweig, sondern gleich alle. Je nachdem, welchen Händler ihr gerade habt. Also Wehrpflicht, Anfangsfahrzeuge, erforschen nur Wehrpflicht und Marats nur Marats. So, das war's nun wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte alle, die das Spiel nicht kennen, aber sich vorgenommen haben, das Spiel auch zu spielen, aufklären. Wenn es dem sei soll, so macht dem Video bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr jetzt die Fortschrittvideos, die jeden Donnerstag gedreht werden, nicht verpassen wollt, könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.